Macht mir ein Friedensangebot für 580, aber ich Wow, habe schön. noch will ich keinen. Noch will ich keinen Frieden. Vor allem nicht für 500. Ja, ich will den Frieden erst, wenn ich die beiden, die Provinz fertig habe. Wenn Okay. er dann die eine Stadt da hinten Wenn behält, die ist mir das Götter uns egal, aber. zusehen, fragen sie sich sicher. Es ist vollbracht. Ihr habt mit euren. Es liegt großer Nutzen in einem Vertrag zwischen uns. So die. Finde ich nicht. Sehe ich nicht. Alter, ich was werde ist denn ehrlich los? Sein. Alle wollen Frieden mit mir. Naja. So. Wolfpack. General ist geschoben. Schade. Hatte ich bin die Familie. Ich habe ja richtig geile. Schön. Bedürfnisse nach Kavallerie. Kavallerie Erfahrung nehme ich da. Natürlicher Tod, natürlicher Tod. Der Tod ist natürlich. Juhu. So, dann scout ich noch ein bisschen. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Was habe ich mir gerade gedacht? Dass ich irgendeinen Schmarrn laber. Das denke ich mir sowieso rund um die Uhr. Ha. Aber ich meinte jetzt gerade. Also, du hattest recht. Aber was ich mir gerade Besonderes gedacht habe. Wir sollten irgendwann, wenn das mal irgendwie in einem Sale ist oder so, sollten wir mal Warhammer kaufen und zusammen zocken. Außer dich interessiert das nicht so. Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal. Ja, aber wenn es ein Sale ist, können wir es gerne machen, ja. Mich reizt halt so der Fantasy-Ding an Warhammer. Ja, aber was mich daran ein bisschen stört ist, dass es gibt so ein paar Einheiten, die sind krass OP. Also die vernichten halt ein paar ja, Zügen oder stichen deinen General so ungefähr. Ja, das Balancing ist ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Ja. Oh, egal. Also ja, können wir machen. Also ich muss zugeben, ich habe, es gibt da jetzt mittlerweile einen zweiten Teil von. Ich habe da nicht besonders viel reingeschaut. Aber da könnte man dann überlegen, was ja. Man da macht, nimmt, tut. Bevölkerungsüberschuss, bla 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 blub. Bla blub. Ah, da unten. Ja, ist egal. Die Flotte meldet sich. Niemand soll durchkommen. Irgendwann muss ich Knossos noch kaputt machen. Knossos noch knüppeln. Aber die haben halt auch so, dafür, dass es so eine kleine Windstadt ist, hätte gar nicht so da drin. Ja, Knossos ist gar nicht so unspektakulär. Also ist LOL. Gefestigt halt. Eine makedonische Rebellenarmee oder zumindest eine Rebellenarmee mit der Makedonienflagge?
Okay. Also, ich hab minus 80. Oh. Heißt, es sind meine Rebellen. Die allerdings überhaupt keine Herausforderung sind gerade. Ja, am Anfang sind die ja eigentlich nie herausfordernd. Nur wenn man die als paar Runden alleine lässt. Ja. Was ich nicht vorhabe. Hyria! Diese Frau hat bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist, die Arbeiten im großen Haushalt ihrer Familie zu organisieren. Sie ist ehrgeizig und duldet keine Untätigkeit. Zudem produziert sie das feinste Olivenöl. Wir könnten sie anheuern, um unsere Entwicklungen in der Landwirtschaft zu planen. Oder wir könnten diese Angelegenheit an andere Adelsfamilien übergeben, leicht ihre Gunst gewinnen. Ihr Charakter, politischer Gefallen. Ich will einen wichtigen Charakter. Sind jetzt hier Spartaner auf Ölgeschäft. Was? Ey. Es ist... Gut und Ehre, du sagst es mal. Da mal weglaufen kannst du nicht, Lümmel, jetzt. Stirb. Oha. So, Gefangene Versklaven. Ja. Sparta historisch. Genau. Dann brauche ich ein paar Bauunternehmen. Oh, das ist gut. Armeeverstärkung zusätzlich. Tempel sind auch eigentlich immer was Feines. Gut. Dann. Sinnvoller, wenn mein Basileus in die Stadt mehr haben die mehr wieder aufstocken, oder? Ja, ja. So, ich habe noch 700 Drachmen Geld. Ever. Aber nichts mehr zu tun. Hatten wir unser Gespräch gerade eigentlich beendet? Welches? Wegen Warhammer? Ja. Oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir es beendet haben im Sinne von, es hat einfach niemand mehr weitergeredet, oder ob wir es beendet haben im Sinne von, okay, gut, ja, können wir machen, Einigung, keine Ahnung, bla, fertig. Naja, also wir haben uns... Wow, Telefon. Ja, wahrscheinlich ziemlich laut, weil das Mikrofon direkt daneben steht und diese scheiß Telefonbasis jetzt weiter klingelt. Telefon kann ich auf stumm machen, aber die Basis halt nicht. Ja. Weiter bis irgendwer rangeht oder der andere. Wir könnten jetzt eine, ein Seegefecht machen. Da gewinnst du auf jeden Fall, weil ich bin sauschlecht in Seegefecht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe 1000 und du hast 2500. Ich habe es mal geschafft mit 2000 Mann gegen 500 zu verlieren. Also, das kriegst du hin. Okay. Also, mein Vorteil ist halt, also automatisch hätte ich auch gewonnen. Der Vorteil hierbei ist einfach, dass deine Armee auf dem Wasser ist, also mit Transportern. Und die kann man einfach wegrammen. Deswegen. Nochmal was? Ist eine Flotte, eine ganz kleine Flotte. Und die ist gefährlicher als deine komplette Armee.
die da ist, weil das sind halt nur Transporter. Ja, weil du Seetruppen hast, also weil du kannst mich rammen, du genau. hast Seetruppen und ich hab halt Bären. Und vor allen Dingen, ja, die Transporter sind halt nicht gestärkt, also so ein, zwei Rammer und die sind weg. Ja. Ja, also Seegefechte kann ich eigentlich nur gewinnen, wenn ich sie automatisch gewinnen kann. Ja, also ja. Ich bin da so schlecht drin. Am Anfang sind die auch ziemlich schwer, also. Aber ja, man kommt eigentlich schon nach so ein paar Gefechten rein. Das okay. geht schon. Ah, ich kriege auch noch Verstärkung, oder was? Ja. Das, was jetzt für dich positiv ist, ist, dass es Nebel ist. Ja, weil du dann meine Truppen nicht siehst. Ja. Oder beziehungsweise die Reichweite von deinen Bogenschützen. Genau. Also aber am sinnvollsten sind die Pferdetruppen auf dem Schiff, Alter. Ich lache mit dir. Naja, gut, dass es nicht regnet, weil sonst wäre es für meine Brandpfeile blöd. Ja, stopp. Halt, stopp. Gut. Ready? I am so ready. Okay, lass einfach mal gucken, wo ist deine wichtigste Einheit? Feindliche Unterstützung. Da. Randa! Oh. Oh, und ich krieg auch noch irgendwas, was irgendwas Tolles kann. Ja, du bekommst, also besser hätte deine Flotte nicht spawnen können. Habe ich überhaupt Brandpfeile? Wohl nicht. Ja, lol, jetzt schon. Achso, du hast einfach gerannt, oder? Ja. Kannst ja mit den Schiffen kannst du ja noch nicht mal irgendwie ja noch nicht mal irgendwie schneller rudern lassen. Die oder? Männer wanken. Nee. Ah, die können schneller rudern. Oh, warte. Bin ich da oder gewinnst du? Lustig. Unser General wird angegriffen. Ja, ich glaube, dein Generalsschiff wirst du verlieren. Ja. Das warte, sind das meine oder deine? Deine. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Geschütze erwarten eure Befehle. Befehl verstanden.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Irgendwie können die nicht mehr rammen. Super. Bruder, du sollst rammen. Ist es ja, effektiver, danke, anstatt rein zu das Schiff anzuklicken, einfach da durch quasi zu klicken? Nee, es man muss schon anklicken, damit die ihren Boost aufmachen oder anmachen. Okay. Weil ich habe hier halt ein Fernkampfschiff, weißt du, das aber rammen kann. Mhm. Mit Alt kannst du ganz schnell auf Rammen umswitchen. Hey, Ranna! Was? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schießen sie jetzt nicht mehr? Jetzt sollen sie wieder schießen? Na, jetzt hat. So gefällt mir das. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und am effektivsten ist wahrscheinlich nach wie vor die Flanken zu treffen, oder? Die Flanke, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Deck die Arschgeigen. Ich glaube, ich habe ein komplettes Schiff von dir versenkt, indem ich einfach alles, was drauf gelebt hat, getötet habe. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kann gut sein. Man merkt halt, dass die kleinen Schiffe so viel mobiler sind. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Uiuiui. Letzter Rammer. Oh lol, ich hab vorne Poseidon dran. Als Galionsfigur. Mhm. Er war mir wohl nicht wohlgesonnen. Der feindliche General ist tot. So, knapper Sieg. Was, knapp? Es war wirklich knapp. Also vor allen Dingen in der Mitte. Okay. Also wenn ich mir so die Killzahlen von meinen Truppen anschaue, dann... Ja, aber... Aber da, wo meine Flotte in der Mitte beschäftigt war und dann deine Flotte von der Seite kam, das war ziemlich knapp. Da hättest du ein bisschen bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf setzen sollen. Ja, keine Ahnung. Weil ja, sie Schlachten für die schnellen Überblick. Also nicht aufmerksam, sondern deine Schiffe weiter ausbreiten sollen. Weil sobald die zu eng zusammen sind, können die nicht mehr rudern. Und ja. Deswegen, also du hast deine Flotte quasi ein bisschen selber immobil gemacht. Genau, ja. Haha, immobil. Haha. Ah ja, das lernt man alles noch. Jo. Ja, ich muss einfach mal mehr Siegefechte spielen auch.
Ich meine, ich baue auch einfach so gut wie nie Seeeinheiten so. Habe ich am Anfang auch nie. So. Ja, eine Fullstack-Armee weniger passt. Ach, das war nicht mal dein Zug, sondern er hat dich angegriffen. Ja, ja. Ist ja dumm. Ich hab Krieg mit Syrakus? Ja. Warte. Abtrünnige Spaten? Ja, mit Syrakus kann ich Frieden schließen. Ja, ja, neu. Ja, jetzt wo er weg ist, ne? Hm? Jetzt wo er weg aus seinem Griechenland ist. Ja. Mein Griechenland! mein allein! Es ist meins. Komm rum. Okay. Press. Nee, lass dir Zeit. Du bist da hinten noch beschäftigt, habe ich gehört. Ich will dich nicht hier von deinen wichtigen Vorhaben abhalten. Naja, so beschäftigt bin ich dann auch wieder nicht. So. Ich habe halt jetzt minus 87 und immer noch plus 10. Okay. Was? Okay, aber hellenisch geht krass nach oben jetzt. Kulturelle. Es wird eben der Provinz so schnell nicht legen. Ereignisse. Dann. Feuern ist halt einfach blöd. Ja, okay. Nicht. Seid ihr bereit zu dienen? Aber gibt's noch irgendwo abtrünnige Spartaner? Oder wurde ich gerade gespoilert? Dass deine Einheiten abtrünnig werden, oder was? Ja. Oh. Weil gerade eben, als der Typ da mir Frieden angeboten hat von Syrakus, stand bei mir, dass ich mit Abtrünnigen von Sparta im Krieg bin. Aber es gibt keine Abtrünnigen von Sparta. Okay. Zumindest ist keine, von denen ich weiß. Bis jetzt. Ja, vielleicht wurdest du wirklich gespoilert. Könnte sein, oder? Ja. Wird da einfach gespoilert hier? Gut, dann schauen wir mal oben. Das mache ich jetzt nicht. Okay.
Ich. Warte. Achso. Ja, die beiden sind ready. Die bleibt da, die kommt rüber. Sieht eigentlich aus mit Folgenlänge? Ja, haben wir schon überschritten. Ich mache einfach mittendrin jetzt. Also, ja, jetzt, ja. Ich kapp einfach und wir machen einfach so weiter, wie wir lustig sind. Und ja,